Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness und ein frohes neues Jahr. Das wird jetzt wahrscheinlich die Leute auf Twitch ein wenig verwirren, denn wir nehmen diese Folge am 1. November auf. Ja, ich nehme die Folgen ein ganzes Stück vorher auf und ja, sie sind ja schließlich nur einmal die Woche geplant und ich nehme ja in jeder Sitzung mehr als eine Folge auf. Jetzt entscheidet sich natürlich mein Rechner wieder hier die Grätsche zu machen. Ah, es scheint sich gerade gefangen zu haben. Dann können wir ja mehr oder minder loslegen. Ich habe schon mal geladen. Wir sind wieder hier kurz bevor wir das Tome of Eternal Darkness aufheben. Denn wenn wir das tun, lassen wir den Vampir frei, den wir besiegen müssen. Und solange wir das nicht gemacht haben, können wir auch nicht speichern. Krummel, krummel. Das ist wirklich ziemlich nervig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Mir wurde von einem Kollegen schon gesagt, sobald mein neuer Firmenrechner angekommen ist, ich nutze ja momentan den Firmenrechner, das ist der stärkste Rechner hier, den Firmenlaptop, zum Streamen und Aufnehmen. Sobald der neue angekommen ist und ich hier das Windows einmal komplett neu installieren kann, sollte der viel performanter laufen als vorher. Also das ist quasi die Suite, die von der Firma eben aus Sicherheitsgründen, also so Virenschutzprogramme und so Sachen installiert werden, die halt den Rechner so ziemlich in die Knie zwingen. Und das wird dann bei einer frisch installierten Windows-Version, kann ich natürlich auswählen, welche Programme ich habe, und dann ist das nicht mehr das Problem. Gut, aber ohne viel Federlesens, wir nehmen uns jetzt das Tome of Eternal Darkness, kriegen ein paar Flashbacks. Ich trinke natürlich einen schönen Schluck Tee. Ich habe hier einen tollen Earl Grey. Ihr solltet euch auch was zu trinken schnappen. Die magische Summe habe ich nie verwendet. Die habe ich nie verwendet. Und ich werde wahrscheinlich auch bei diesem kompletten Playthrough nicht dran denken, sie zu verwenden. So. Dann wollen wir doch mal die Tür aufmachen. So. Dann sollten wir jetzt zuallererst hier eine Dame, genau, retten. Dann stimmt nicht. Sie kann man ja nicht retten. Eventuell, was ich überlegt hatte, ob man vielleicht diesen Zauber nehmen kann, um... jetzt kann ich sie anvisieren. Beim letzten Playthrough konnte ich sie nicht anvisieren. Aber er ist sehr langsam, was das draufhauen angeht. Naja, gut, okay. Finalschlag kann er trotzdem nicht machen. So, untersucht Detail und dann nehmen wir den Schlüssel für den Keller mit. Also, ich glaube, ich hatte nicht fertig geredet, oder? Wer noch nichts zu trinken hat, sollte sich was zu trinken holen. Wer schon was hat, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, einen Schluck zu trinken. Ich finde diesen Earl Grey einfach nur herrlich. Das ist Bio-Earl Grey mit echtem Bergamotteöl von Teegeschwendner. Oder auch liebevoll von Collegium der geile Earl genannt. So, jetzt ist er da hinten verschwunden in dem... Was ich tatsächlich einfach ausprobieren könnte, ist den Erkennenzauber. Da bin ich mal ganz böse und mache die volle Ausrichtung an. So, jetzt ist unser Bild interessant gefärbt. Aber wir sollten in der Lage sein, den... Wir sind vielleicht in der Lage, den Vampir zu sehen. So, ich laufe mal hier ein bisschen durchs Gebäude. In diesem Raum. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir den finden. Das sollte jetzt eigentlich ein paar Minuten halten. Das ist er nicht. Das hier. Nein. Bestimmt der letzte Raum, in dem ich gucke. Hier ist keine Tür mehr. Ja, es ist der letzte Raum, in dem ich gucke, weil das hier, an dem ich vorbeigelaufen bin, das ist der Patriotenraum. Tada. Jawohl. Wir können ihn tatsächlich... Nein, wir können ihn nicht tatsächlich durchsehen. Also, der Zauber hilft nichts. So, wir wollen ihn ja nur zum Fliehen bringen. Das reicht ja schon aus. Er muss sich jetzt neu aufladen später.
ist ein wenig nervig, weil wir müssen diesen Stein eben zerstören. Ich weiß gar nicht, ob wir den einfach mit dem Schwert zerhauen können. Oder ob wir da vielleicht sogar noch irgendwas brauchen. So, kann ich mit dem sich interagieren. Kriege ich von dem nicht jetzt schon den Schwert? Ich bin schon hier total... Ist wieder extrem. Ich sollte hier unten aber auch noch umschalten. So. Auf den Stream Manager. So. Dass ich auch sehe, wenn jemand irgendwas schreibt. Ich dachte jetzt eigentlich, dass ich mit dem reden kann und naja, egal. Hier ist das Buch nicht. Mist. Okay, wie man sieht, ich habe mir seit dem letzten Mal, wo ich aufgenommen habe, nichts gemerkt. Das wird also wieder hilarious. Ich werde es wieder hilarious verkacken. Dann laufen wir hier erstmal lang. In der Hoffnung, dass es nur bei mir ruckelt. So. Dann haben wir hier also erstmal ein bisschen so eine Elefantenbüchse. Und die hätte ich beim letzten Playthrough nehmen sollen. Nicht Playthrough, beim letzten Versuch. Da hätte ich den wahrscheinlich platt gekriegt. So, dann gucken wir mal hier rein. Sehen, davon kann ich auch mal so machen. Bin nämlich sicher, dass wir Schaden genommen haben. So. Weil das Blaue lädt sich ja wieder auf. Allein. So, hier haben wir das Kapitel gefunden. Hier lang und interessanterweise ist er natürlich einfach direkt, der muss ja direkt an mir vorbeigelaufen sein. Ne? Der kann ja nicht in diese Tür reingeschlurft sein, ohne durch diesen Krieg gelaufen zu sein. Warum hat er mich da nicht angegriffen? Aber das sind halt alles geskriptete Events am Ende. So, und das ist halt das Blöde hier, dass ich, wenn ich ihn nicht sehe, nicht anvisieren kann, dann ist es halt einfach Glück, ob man ihn trifft. Oh, was ich natürlich machen kann, jetzt haut er wieder ab, so, was ich natürlich machen kann, ist, ich kann das Schutzschild um mich rum machen. Das wäre natürlich eine Variante. Das war falsch. Das ist das, was ich machen will. So. Und dann reden wir doch mal. Ich kann mit niemandem reden. Kann das sein, dass es daran liegt, dass ich den Erkennen-Modus anhabe? Dass ich jetzt mit niemandem reden kann? Ich meine, ja, ich lese das nicht. Das haben wir letztes Mal schon gelesen. Ganz ehrlich, das ist... Das heißt, ich darf jetzt quasi warten, bis der Erkennen-Zauberspruch weg ist. Okay. Merken, erkennen, Zauberspruch, keine gute Idee. Jetzt ist er weg. Jetzt kann ich hoffentlich mit den Leuten reden. Ja. So. Das ist heute sehr schrecklich mit dem Leuten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist... Ich weiß jetzt nicht, wo der erste. Ach, der erste war in dem Raum ganz am Ende vom Gang, genau. So, und damit kriegen wir die Elefantenmütze. Jetzt dürfen wir erstmal sie befreien. Das geht auch noch. Also die Leute zu beschützen quasi ist nicht so schwer. Aber wenn wir dann runter in den Keller gehen, ist schon schwerer. Gut, schwer wird es dadurch, dass jetzt wieder das Spiel anfing zu ruckeln. Und wir haben es nicht geschafft. Wir haben es diesmal tatsächlich nicht geschafft, sie zu retten. Und wir werden jetzt auch drauf gehen und ich werde es auch nichts dagegen tun. Weil,
Ich will es tatsächlich nochmal machen. Wie ihr seht, jetzt hat er uns sogar das Blut ausgesaugt. So. Das war jetzt tatsächlich diesmal so gewählt, weil ich habe da keinen Bock drauf gehabt. Trink mal einfach nochmal einen Schluck Tee. Und dann probiert man es dann nochmal. Ich mache hier eben mal schnell an. Real Temp. Ich beobachte immer meine Temperaturen. Gerade in dem Moment, wenn es ruckelt. So, yep, ich möchte das starten. So, ja. So. Dann laden wir doch mal wieder. Ja, das ist der richtige. Das andere ist. Der Spielstand links davon ist der, wo wir noch früher im Spiel sind. So. Und nochmal, da hätte ich A drücken müssen, nicht B. Ja, genau, der Spruch magische Summe wurde entdeckt. Sehr schön. Und dann geht's wieder dahin. So, Versuch 2. Waffe, ich meine, ich habe die Pistole mit einem Haufen Schuss und so. Naja, 36 ist nicht ein Haufen, aber. So, genau, da kann ich nichts machen. Jetzt gehe ich aber her und werde sie erstmal abschießen. So, ja. Wir haben übrigens für die Leute auf Twitch, wir haben übrigens wieder eine übelste Latenz. Das ist natürlich jetzt lustig. Weil sie mich jetzt in ihren anderen Bildschirm schieben kann, aber... okay, interessant. Also das Schwert scheint effektiver zu sein. Als die Knarre. Gesehen davon, dass es wieder ruckelt. Ja. Ich will den neuen Rechner endlich haben, dass der hier dann endlich ordentlich aufgesetzt werden kann. So, ja, wie gesagt, also speichern können wir jetzt nicht, solange dieser Vampir existiert. So, jetzt will ich es trotzdem mal versuchen. Ich kann keinen Finalschlag bei ihr machen. Wahrscheinlich, weil sie kein Monster ist. Konnte man ja auch bei den anderen nur dann bei dem Monster, was aus ihnen rausgebrochen ist, machen. So. Wir wollen natürlich vollkommen geheilt weitergehen. Dann bleibe ich erstmal unten. So, heute scheint der Wurm drinne zu sein, was das Ruckeln angeht. Ist die CPU gar nicht so ausgelastet. Das ist schon echt komisch. Okay, das hier hatten wir auch tatsächlich alles schon durchsucht. Das weiß ich halt nicht mehr vom letzten Mal. Jetzt können wir eben in den Raum gehen. Ich habe eine Idee. Ich wollte die Schnellspruchzuordnung prüfen. Wir haben noch die magische Attacke drauf. Super. Die will ich jetzt ausprobieren. Wir haben ja die Möglichkeit, verschiedene Sachen auszuprobieren. So, das geht hier hin. Nein, das tötet ihn. Okay. Gut. Anders kann man es halt leider nicht machen, also muss ich das eben mal ausprobieren. Aber ein guter Plan, wenn wir
wenn uns das Leben von unseren Bediensteten egal ist. Das ist halt auch doof, ich kann das nicht überspringen oder so. 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 Ah, hier können wir es zum Beispiel nutzen. Start macht nichts, AB macht nichts. Nein, man muss sich diese ganze Videosequenz ansehen. So, jetzt machen wir einfach diesen Zauber direkt. Schiebt die uns einfach wieder zurück. Wir haben den Zauber sogar geschafft. Da, da drei Schläge und Schüsse haben wir, was, wie viele gebraucht? 20, 30, 80? Keine Ahnung. Ach ja, so ein Earl Grey ist schon was Feines. So. Also wieder einmal den Schlüssel. Hoch. Und ab, da hat man eben sogar gesehen. Interessant. Very interesting. Ich wollte eigentlich vor ihm in diesen Raum. Was ich machen kann, ist einfach draufhauen. So. So, dann tut er sich wieder aufladen. So. Halt, ich muss ihn ja noch ansprechen, ich brauche den Schlüssel. Den Schlüssel bitte. Oder wie es Werner zum Herrn Biernoth sagte: Den Schlüssel, Mann! So. Und jetzt geht's immer direkt hier so. Zu dem anderen Raum. Ich habe noch eine Idee. Das. Nein. Das ist Antimagie. Ich suche. Ist das Schild, was ich suche? Prüfen. Das weiß ich gerade gar nicht. Also ich suche das, dass ich ein Areal verzaubern kann. Das Isolierung müsste das sein, ne? Dieses Schutzschild, wo, wenn der Gegner gegenläuft, Schaden nimmt. Und vielleicht, wenn ich das vor der Tür mache, kann der vielleicht gar nicht erst da rein. Ja, genau. Das ist das, was ich will. So, das sprechen wir jetzt mal mit. Ja, probieren wir es einfach nur zum Ausprobieren. Drei Punkten. Das Schutzschild ist jetzt hier. Jetzt gucken wir mal, ob der jetzt hier durch die Tür kommt. Das scheint ja zeitlich gesteuert zu sein. Von daher müssen wir nur warten. Und Tee trinken. Abwarten und Tee trinken. Ah. Ich hätte nicht erwartet, dass ich das jemals sagen werde. Pass auf, dass du nicht, ne, da ist so ein, das könnte gefährlich sein. Ich weiß nicht, ob das nur für, gegen irgendwelche Monster ist oder auch, gegen dich. Nee. Dann passt du ja auf, das ist gut. Ich kann mich auch ein bisschen laufen.
aufrufen, weil schließlich lade ich damit meine magische Energie wieder auf. Bin ich schon hier, dann auch da, ne? Versteht schon. So, gucken wir mal, was die magische Energie sagt. Ja, halb voll. Das, soweit ich weiß, das Schutzschild bleibt da, auch wenn ich woanders hingehe. Von daher, hier ist nichts. Genau, das Schutzschild ist immer noch da. So, jetzt will der kommen. Und der kommt da tatsächlich einfach durch, weil es geskriptet ist. Okay, es war ein Versuch wert. Es hätte sein können, dass wir da... aber eventuell hätten wir die dann auch fürs Spiel nicht gerettet oder so. Von daher, Tür öffnen. Und... Hallo, mein Freund. Bam, bam. Ich komme gar nicht dazu anzugreifen. Weil der mich angreift. So, dann ein Zeil. Weil quasi unser Charakter, wenn er angegriffen wird, erstmal eine Weile Pause macht, bevor er irgendwas tut. Und in dieser Zeit kann der Gegner gleich wieder angreifen. So. Jetzt würde ich halt so gern speichern, was ich halt nicht kann. So. Jetzt wissen wir, das nächste Mal kommt er direkt aus der Tür und greift direkt an. Und lässt dabei den Schlüssel zum Keller fallen. Eigentlich hätten wir jetzt noch die Elefantenbüchse mitnehmen können. Lalalala. Ich lade meine magische Energie auf. Was natürlich super langsam ist. Da kommt er wieder. Ich glaube, ich habe die Tür gehört. Nee, das war nur Regen. Da kommt er wieder, da sehen wir ihn jetzt sogar kommen. Er wischt sich noch die Schnauze ab, weil er eben aus dem Pillar getrunken hat. Und jetzt kommt er an und greift wahrscheinlich auch wieder nicht uns zuerst an. Jetzt, doch, tatsächlich ging er gleich auf uns los. Nun gut. Und er hat den Schlüssel fallen lassen. Das ist ja eigentlich der relevante Moment. Genau, in seinem verzweifelten Versuch vor Edward zu fliehen, lässt der Vampir die obere Hälfte eines Schlüssels auf den Boden fallen. So, und jetzt holen wir uns erstmal die Elefantenbüchse. Ich meine, der kann das endlos machen, ne? Der hat ja da kein Problem mit. Der hat da ja kein Problem mit, der kann sich endlos wieder aufladen. So, aber wir holen uns jetzt erstmal die Knarre. Und die Munition. Ah ja, okay. Einmal gegen den Waffenschrank hauen, natürlich, ist ja klar. Und das machen wir auch direkt. Genau, haben sie noch nicht verwendet. So, zu dem Zeitpunkt, wo ich gerne speichern würde. Jetzt haben wir nämlich das Problem. So, was ich auch nochmal mache, ist, wenn wir schon gegen ihn kämpfen müssen, dann mache ich den hier. Wisst ihr was? Auf die höchste Stufe. Dazu muss ich prüfen. Weil ich eine einmal eintragen muss. Bankrock und Zantac. Muss dann sagen, neuer Spruch. Bankrock und Zantac. Und dann hier ganz viel Argon. So.
Ich hätte anders hätte ich jetzt nicht, also das ist die schnellste Variante, einfach aus dem Menü raus, während die Animation kommt, weil du kannst sonst nichts anderes machen, außer rauszugehen und gerade wieder rein. So. Können wir auch einige Treffer einstecken. Reden wir mal mit denen, weil die müssten ja eigentlich auch dankbar sein, dass man so... Vielleicht muss er stehen geblieben sein, Moment. Dankbar sein, dass man so gerettet hat. Vielleicht kriegt man da auch noch Munition. Nein. Natürlich nicht. So, hier muss aber noch eine weibliche Bedienstete war hier noch im Raum, wenn ich mich erinnere. Ja. Als sich Edward der Bediensteten nähert, hört sie auf, vor sich hin zu murmeln und fragt ihn, ob er glaubt, dass sich das Wetter vor der Sonnenwende noch aufklären wird. Edward findet die Erwähnung der Sonnenwende sehr merkwürdig und denkt über die Bedeutung nach. Die ist wahrscheinlich auch schon kompromittiert oder so. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt geht's los. Wir mixen den Schlüssel zusammen. Einmal im Mixer. So. Und weil im Mixer natürlich nichts Ganzes bei rauskommt und der kaputt ist, machen wir einmal hier ein magisches Item. Das war natürlich direkt der erste. Egal welche Ausrichtung. Auf den Schlüssel. So. Dann habe ich noch eine Idee. Und zwar, wir gehen nochmal hoch. Nein, das war unten, oder? Ja, was ich suche und besuche, ist in der Bibliothek. Wir gehen in die Bibliothek und gucken uns nochmal das Schaubild an, dass ich ganz sicher sein kann, welche Farbe gegen Xelotaph wirkt. Ich glaube, es war rot, ich bin mir aber nicht sicher. Aber das können wir nachgucken. Hier ist nämlich nicht hier, aber... Hier irgendwo bei überm Kamin das Bild. Wie ist das sagt? Ah, dann war es im Safe Room. So, dann schauen wir doch mal. Das war hier auch nicht, hä? Man sieht, ich bin doof. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Irgendwo ist ein Kamin, auf dessen Kaminsims nicht der Family Tree ist, den wir da an dem anderen gesehen haben, nicht dieses Bild hier ist, sondern eine Anordnung der drei Symbole. Das ist der Familienstammbaum. Eine Anordnung der drei Symbole, die mir sagt, wie die gegeneinander wirken. War das vielleicht im Wohnzimmer? So. Das ist die Küche. Gut, dann vielleicht Esszimmer, nicht Wohnzimmer. Ich möchte mich mein Schwert. Ich möchte jetzt erstmal probieren. Ich werde mit der Elefantenbüchse zu schießen, aber ich will mein Schwert. Da ist es, mein Schwert verzaubern. Dieses Bild habe ich gesucht. Und jawohl, ihr seht, der Pfeil zeigt von dem Roten auf den Blauen. So, den Text kennen wir schon von früheren Kapiteln. Das heißt. Wir nutzen die Magie Chaturgas, Xelotaph zu besiegen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal ein magisches Item wirken. Ah, es ist ja einfach nur kann ruhig 3 Punkte sein auf den Säbel. Damit macht er Xelotaph-Kreaturen mehr Schaden. So. Und jetzt aber erstmal mal die Elefantenbüchse. Ja, genau. So. Ich rucke jetzt gerade jetzt. Da fliegen wir sogar weg. So, sehr schön. Ah, was haben wir hier? Ich muss jetzt tatsächlich hier ein bisschen...
bisschen flott sein, weil der wird mich jetzt immer verfolgen und ich muss irgendetwas tun. Sagen wir mal so. Ich wechsle auch mal die Waffe, weil ich kann nicht die Elefantenbüchse laden. So. Grauen. Das ist natürlich auch was. Da will ich nicht hin. Hey, 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 hey. Am Rand des Brunnens steht ein schlichter Obelisk aus fremdartigem Gestein. Ein runenförmiges Muster ist an einer Seite angebracht, welches wahrscheinlich eine Art Treueeid darstellt. Und den müssen wir zerstören. Das weiß ich. Ich weiß nur nicht wie. Kann es sein, dass das die Elefantenbüchse war? Gucken wir mal. Wir mixen die mal mit. Ah, ja, stimmt. Wir müssen sie erst nehmen und dann mixen. Das funktioniert nur, wenn wir stehen. Okay. Schauen wir mal. Den Revolver nehmen. Nein. Okay. Hier ist noch eine Waffe. Eine doppelläufige Schrotflinte. Ist die geladen? So. Schauen wir mal, was die bewirkt. Nichts. Okay. Ja, jetzt stehen wir wieder auf diesem Ding. Okay. Probieren wir es mal hier mit. Ja, er hatte eben Schaden genommen, aber dass diese Animation hat jetzt unseren Zauber unterbrochen, was ich regeltechnisch ziemlich mies finde. Weil das ist das Problem mit dem Zaubern. Der kann uns jetzt schön angreifen und das wollte. Ach, ich hatte noch die falsche Waffe angewählt. So, das hilft natürlich nicht viel. So, da hinten ist noch Munition. Da ist das. Wie kriegen wir diesen Obelisken klein? Was passiert, wenn ich jetzt hier hochgehe? Folgt der mir? Er scheint mir nicht zu folgen. Gut, dann machen wir zunächst einmal wieder den Schild an. So, dann heilen wir uns. Ich dachte schon, ich wäre zu früh losgelaufen. Und jetzt müssen wir erstmal wieder unsere Magie aufladen. So. Der Mutmacher, der lädt nicht die Magie auf, ne? Prüfen. Ja, Geisteszustand. Nee, das bringt nichts. Okay, also was könnten wir probieren? Aufhebung. Also sprich, das Ding magisch kaputt machen. Magisch. Wisst ihr was? Ich würde sagen, ich beende die Folge für heute erstmal. Und ich gucke tatsächlich schnell mal nach, was es war, damit wir nicht noch so weiter so rumstruggeln. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und ja, dann machen wir den platt, oder? Das klingt noch nach einem Plan, oder? Ja. Also dann. Bis nächste Woche. Ciao, miau.